Das Schicksal der schutzbedürftigen Menschen in Afghanistan lässt auch in Österreich und in Wien die politischen Wogen weiter hochgehen. Am Montag gab es im Wiener Rathaus im Zuge einer Sondersitzung des Landtages einen Antrag bzw. ein Begehr, ausgehend von den Regierungsfraktionen SPÖ und NEOS, worin sich die Stadt Wien beim Bund dafür einsetzt, dass Österreich schutzbedürftige Personen aus Afghanistan nach Wien holen lässt. Dieser Antrag bzw. Begehr wurde zusätzlich auch von den Grünen unterstützt. ÖVP und FPÖ lehnten ab. In dem Antrag geht es ganz konkret um eine Aufforderung, sich an internationalen Projekten zu beteiligen, die besonders vulnerable Gruppen ins sichere Ausland oder nach Wien bringen sollten. Bei diesen vulnerablen Gruppen geht es vor allem um Frauen in Führungspositionen, Angehörige von Minderheiten, Journalisten und Personen, die beispielsweise aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden. In dem Antrag heißt es weiter, es sei beschämend, Menschen in Kriegsgebiete abzuschieben. Die ÖVP-Mandatarin Caroline Hungerländer, und die ÖVP hat hier dagegen gestimmt, die meint beispielsweise, es sei wichtiger, bereits bestehende oder sich in Österreich aufhältige Afghaninnen und Afghanen besser zu integrieren, bevor es zu einem weiteren Zuzug kommt. Die FPÖ sieht das gewissermaßen ähnlich. Sie warnt und meint, die SPÖ habe nicht aus ihren Fehlern gelernt.